Du planst, dich selbstständig zu machen und möchtest den Gründungszuschuss beantragen. Dann ist es leider so, dass inzwischen der Gründungszuschuss eine Kannleistung ist. Das heißt, du darfst ihn auf jeden Fall beantragen, aber der Sachbearbeiter kann ihn bewilligen oder ihn auch ablehnen. Und ich zeige dir heute den sichersten Weg, wie du dir den Gründungszuschuss sichern wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group und wir haben in den letzten 20 Jahren mehrere 100 bis 1000 Anträge mit unseren Kunden gemeinsam bei der Agentur für Arbeit und beim Jobcenter gestellt. Da erkennen wir die Gründe, weshalb bewilligt wird, weshalb abgelehnt wird. Und wenn dir das Video gefällt, dann like es zum Schluss und abonniere jetzt den Kanal. Dann erfährst du mit als Erster, wenn wir neue solche Videos konzipiert haben. Kommen wir gleich zur ersten wichtigsten Voraussetzung, dass du überhaupt den Gründungszuschuss nach § 93 SGB III beantragen kannst. Und die Voraussetzung ist nämlich, dass du einen aktuellen und gültigen ALG I Bescheid hast. Und den bekommst du nur, wenn du beispielsweise gekündigt wurdest und innerhalb von 3 Tagen auch zur Agentur für Arbeit gehst oder bereits arbeitslos bist und dich dort meldest. Dieser Arbeitslosengeldbescheid 1 enthält in der Regel 4 wichtige Informationen. Einmal nämlich den Beginn der Laufzeit deines ALG I Bezugs und das zweite das Ende. Und als drittes hast du den Tagessatz, also wie viel Euro du pro Tag bekommst, mal Anzahl der Tage. Das sind 30 Tage immer pro Monat, wie das Arbeitsamt rechnet, unabhängig ob Februar, März oder Juli ist. Und als viertes erhältst du deine Kundennummer. Die wird später noch wichtig sein. Üblicherweise ist die Bewilligungsdauer deines ALG I Bezugs 12 Monate. Es kann aber auch länger sein, 18 oder 24 Monate, wenn du älter bist oder viele Jahre eingezahlt hast, viele Jahre nicht arbeitslos warst. Es kann aber auch kürzer sein, wenn du beispielsweise schon Monate bezogen hast. Die werden dann davon abgezogen. Vielleicht hast du noch 5, 9, 8 oder 10 Monate. Weshalb ist diese Bezugsdauer nun so wichtig? Nun, der Gesetzgeber möchte einfach weniger Geld ausgeben. Das heißt, er möchte nicht, dass du bis zum letzten Tag arbeitslos bist und ALG I beziehst und dann am allerletzten Tag nochmal den Gründungszuschussantrag stellst, um weitere 6 Monate nahezu das gleiche Geld zu bekommen. Deshalb sagt der Gesetzgeber, dass du praktisch 5 Monate, also noch 150 Tage Restanspruch haben musst und davor musst du den Antrag gestellt haben auf Gründungszuschuss mit deiner entsprechenden Vollerwerbsgründung. Wenn vor 5 Jahren der Antrag auf Gründungszuschuss noch zu stellen war auf einer Klopapierrolle, auf einem weißen Blatt Papier, weil es ein Pflichtanspruch ist, so ist es heute fast genauso aufwendig und auch inhaltsreich, dieser Antrag, als wenn du zur Bank gehst. Du brauchst also einen vollständigen Finanzplan, mindestens 24 bis 36 Monate auf monatlicher Basis. Du brauchst einen vollständigen Businessplan zur Abbildung und Plausibilisierung deines Geschäftsmodells, also den lyrischen, den Textteil. Du brauchst einen kompletten Anhang, deinen Lebenslauf, die Gewerbeanmeldung, die Finanzamtanmeldung, alle entsprechenden Unterlagen, Dokumente, was der Sachbearbeiter von dir haben will. Und du brauchst noch ein Gutachten, also eine fachkundige Stellungnahme von einer dritten Institution oder Unternehmensberatung, so wie die unsere, die dann prüft, ob du tatsächlich davon leben kannst, spätestens am 6. Monat. Auch beim Antrag gibt es eine ganze Reihe von Fragen, wo ein falsches Kreuz, es gibt 4 wesentliche Kreuze, wenn du da einen Fehler machst, wird sofort der Antrag abgelehnt. Und dieses gesamte Konstrukt, diese gesamten Unterlagen, das können bis zu 100 Seiten sein, das will auch die Agentur für Arbeit, das will der Sachbearbeiter auch haben. Und jetzt kommen wir zu einem der häufigsten Fehler, die gemacht werden. Nämlich die Frage ist, wann ist überhaupt der Antrag gestellt, wann muss man ihn abholen und wann muss man ihn abgeben? Entscheidend ist, dass du nicht zu früh den Antrag für Gründungszuschuss abholst, aber in dem Moment, wo du beim Sachbearbeiter bist und dir den Antrag abholst, ist das formal der Tag der Antragstellung. Der Tag, wo du den Antrag abgeholt hast. Dann wirst du mich intern im System bei deinem Arbeitsamt umgestellt, auf nicht mehr zu vermitteln, sondern der will sich selbstständig machen und deshalb ist eine Unterschrift, ein Datum drauf. Heute hast du den Antrag abgeholt, auch wenn du ihn später erst abgibst. Unsere Empfehlung ist dabei, damit es ganz sicher auch gelingt, dass du diesen Antrag nicht zu früh abholst. Denn wenn du ihn schon abgeholt hast, kann es sein, dass du keinen Beratungsgutschein mehr bekommst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hier vorher, bevor du den Antrag abholst, aber nach Bewilligung deines ALG I Antrags, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein abzuholen. Das ist ein Gutschein für Vorgründungsberatung. Bis zu 80 Unterrichtseinheiten werden zu 100% von der Agentur für Arbeit gefördert, damit der Businessplan, der Finanzplan, die Anhänge vollständig sind, die fachkundige Stellungnahme integriert ist und du sicher sein kannst, dass die Unterlagen hundertprozentig nicht nur vollständig sind, sondern auch optimiert sind und geeignet sind zur Bewilligung deines Antrags auf Gründungszuschuss.
Diesen AVGS findest du bei uns auf der Website bei der X-Group oder hier unter dem Video als Link. Es ist ein einfaches PDF-Formular, da trägst du deinen Namen, deine Kundennummer ein und du sagst einfach mit Unterschrift, dass du ein AVGS haben möchtest für eine spezifische Vorgründungsmaßnahme. Und diese Maßnahme, die wir beispielsweise anbieten, hat eine Maßnahmennummer. Da guckt der Sachbearbeiter in seiner Datenbank rein, findet unsere Maßnahmen und stellt darauf den Gutschein aus. Und diesen Gutschein bringst du dann zu X-Group und wir helfen dir dabei, diese Unterlagen absolut ideal und vollständig so zu machen, dass die Wahrscheinlichkeit bei nahezu 100% ist, dass der Antrag bewilligt wird. Ein weiterer Hauptfehler, der gemacht wird, dass das Gewerbe zu früh oder zu spät angemeldet wird oder wenn du freiberuflich startest, deine steuerliche Anmeldung. Mache diese auf keinen Fall im Vollerwerb, bevor du den Antrag hast. Und mache diesen aber auch nicht nach Ablauf der 150-Tage-Frist, sondern genau in dieser schmalen Zeitzone ist er zu machen. Zusammengefasst also ist die Reihenfolge: zuerst sofort beim Arbeitsamt melden, wenn du Kenntnis von der Kündigung hattest oder selbst gekündigt hattest. Zweitens, wenn du den ALG 1 Bescheid hast, prüfe sofort die 150-Tage-Restanspruch. Drittens, beantrage zunächst den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, also den Beratungsgutschein für kostenfreie Beratung für dich. Viertens, hole dann erst den Antrag ab, melde danach deine Unternehmung im Vollerwerb an und zwar zum spätmöglichsten Datum, damit du langmöglichst dann auch die entsprechenden Zuwendungen vom Gründungszuschuss bekommst. Wie geht's dann nun weiter? Der Sachbearbeiter hat in der Regel einen Ermessensspielraum. Er kann sagen, er bewilligt oder er kann sagen, er bewilligt nicht. Aber jeder Sachbearbeiter hat eine interne ermessenslenkende Weisung. Das heißt, er prüft in der Regel schon am Anfang, ob er dich vermitteln kann. Und sollte der Sachbearbeiter den Verdacht und die Hoffnung haben, dich vermitteln zu können, dann zeige dich kooperativ und versuch dich auch zu vermitteln und weise dann die Ablehnung nach, deine Vermittlungsversuche. Erst dann darf der Sachbearbeiter nach seinen internen ermessenslenkenden Weisungen überhaupt den Antrag auf Gründungszuschuss bewilligen. Wenn du auch zu der großen Masse gehören willst, die einen erfolgreichen Antrag auf Gründungszuschuss gestellt haben, dann lade ich dich ein, sofort Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Du findest unter dem Video einen Link. Und wir helfen dir dabei, nicht nur die Anträge fertigzustellen, sondern schon vorher den AVGS zu bekommen und möglichst viele Stunden auch zu bekommen, damit du eine kostenfreie Unterstützung brauchst bei der Gründung. Auch danach unterstützen wir dich gerne in einem Zielerfolgscoaching, sodass du deine Ziele nicht nur abbildest auf dem Finanzplan, sondern tatsächlich auch erreichst. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.